Was ist Branding, beziehungsweise besser gesagt, hast du persönlich eine Personal Brand aufgebaut? Und wenn du heute Marketing machen willst, wenn du Werbung für dein Unternehmen machen möchtest, also Leads gewinnen, Kunden gewinnen willst, dann gibt es zwei Punkte, die besonders wichtig sind, nämlich einmal deine Person, also deine Brand, und auf der anderen Seite deine Arbeitsweise. Und wir wollen uns heute mal ganz genau anschauen, was ist denn wirklich die Brand? Oder wenn du eine Personenfirma bist, was ist deine Personal Brand? Und die Definition ist im Prinzip ganz, ganz einfach, nämlich: Was sagen die Leute, wenn du nicht mehr im Raum bist? Und das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Denn eine Brand hat natürlich sehr viel mit natürlich der Firma, der Company an solches zu tun, aber vor allen Dingen auch mit dir als Person. Und zwar, und aus dieser Perspektive schauen wir uns das Ganze auch mal an. Ja? Das ist nämlich einerseits, was ganz wichtig ist, ist, wofür stehst du? Also zum Beispiel deine Werte, ja? Dann auf der anderen Seite, was bist du für ein Typ? Ja? Frau, Mann, blonde Haare, dunkle Haare, ja, wie auch immer. Dann natürlich auch deine Kleidung, die du hast. Ja? Also wie kleidest du dich? Bist du eher konservativ? Bist du eher ein moderner Typ? Ja, so, das sind ganz, ganz wichtige. So, dann ganz wichtig sind deine Aussagen. Ja, also deine Aussagen, Werbeaussagen. Wofür stehst du? Ja, und das ist übrigens ganz interessant, wenn du wirklich mal Leute fragst in deinem Umfeld: Hey, beschreib mich doch mal in 2, 3 Sätzen. Ja, wie würdest du mich beschreiben? Oder wie würdest du, also dann in dem Falle dich, beschreiben? Und dann kriegst du so viele coole Daten über deine Werte. Ja, also wie kommst du bei den Leuten an? Dann, was bist du für ein Typ? Ja, was sagen die Leute vielleicht auch über deine Kleidung? Ja, was sind denn deine Aussagen? Ja, das können ja verschiedene Aussagen sein. Ja, zum Leben, zum Thema Immobilie, zu ganz allgemeinen Dingen. Ja, bist du ein Typ, der zu wirklich festen, klaren Werten und Aussagen steht? Ja? Dann auch zum Beispiel deine Arbeitsweise ist auch eine Sache, die sehr wichtig ist. Ja? Bist du jemand, der sehr korrekt ist? Bist du jemand, der sehr professionell ist? Der sehr kompetent ist? Der sehr erfahren ist? Also all das sind nachher Sachen, die am Ende des Tages eben deine Brand ausmachen. Ja? Bist du jemand, der sehr geradeaus, sehr direkt ist und dafür auch die Leute dich schätzen? Und wenn wir jetzt auf das Thema Branding kommen, dann reden wir automatisch darüber gleich Wahrnehmung, ja, Wahrnehmung von anderen, ja, auf die Person. Ja, oder Schrägstrich natürlich auch die Firma, weil deine Firma, wenn sie eine Personenfirma ist, kleines, mittleres Unternehmen, die wird natürlich sehr eng mit dir als Person verknüpft. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen: Wenn du dieses Branding, ja, jetzt für deine Werbemaßnahmen, egal was das ist, ob Social Media, ob Videos, ob Print, Objektvermarktung etc., wenn das eben nicht zueinander passt, ja, dann floppt das Ganze. Und das Allerwichtigste im Marketing ist halt, dass du authentisches Marketing machst, ja, und dass du deine, also das, was dich auszeichnet als Person, als Brand auch nach draußen trägst. Ja, also immer wieder das auch durch deine Persönlichkeit unterstreichst und dadurch auch markierst am Ende des Tages. Ja? So, das ist ein kleiner Ausflug in das Thema Branding gewesen. Und wenn du dazu mehr erfahren willst, dann bist du bei mir im Coaching genau richtig, weil da gehen wir genau und sehr, sehr tief auf diese Themen ein. Und du lernst ganz genau, was musst du tun und vor allen Dingen, wie musst du es tun. Ja? Schreib gerne auch einen Kommentar
zum Thema Brand. Hast du bereits eine Brand? Hast du die aufgebaut? Ja, was sind vielleicht deine Probleme und deine Fragen, die du hast? Gerne reinschreiben. Lass einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und vor allen Dingen lass ein Abo da, damit du kein Video mehr verpasst. Und folge mir gerne auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn und wo sonst noch immer. Und vor allen Dingen geh in die Infobox, buch dein kostenfreies Erstgespräch und dann sprechen wir gemeinsam und schauen, wie wir dein Business als Makler aufs nächste Level heben. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao.